Leute, wie cool ist das? Wir reden heute über Batman. Ich muss mich mal ein bisschen hinhocken, weil ich das so positioniert habe, dass man auch mal die Teile hinter mir so sieht. Hier ist ein bisschen Rumpelecke. Das tut mir ein bisschen leid, weil wir im Umbau sind. Es geht heute um Batman. Einer der coolsten Filme überhaupt und einer der besten Batman-Filme überhaupt. Den wollte ich euch heute mal so ein bisschen präsentieren. Der deutsche und der Originaltitel ist gleich geblieben, heißt Batman. Das Produktionsland ist einmal die USA und einmal das englische Königreich. Originalsprache ist deswegen Englisch. Erscheinungsjahr war 1989. Die Länge ist 126 Minuten. Freigegeben ab 12 Jahre. Der Stab, den zähle ich mal auf. Regie fangen wir mit an. Das ist Tim Burton. Der macht mega geile Filme. Alles, was der anfasst, wird eigentlich großartig zu Gold. Drehbuch ist Sam Hamm und Warren Zaren. Produktion ist Peter Guber und John Peters. Musik ist von Danny Elfman. Und die Musik hat mir klasse gefallen in dem Film. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das sitzt richtig gut an mit der Action im Film und wie die Musik anfängt und aufhört. Und wann sie mal ist und wann sie mal nicht ist. Das ist richtig gut getimed. Früher hatte man da noch richtig gute Ahnung von, wenn man Filmmusik richtig gut einsetzt. Das ist heute deutlich schlechter geworden. Kamera ist Roger Pratt und Schnitt ist Wai Loverjoy. Die Besetzung, aufpassen, nur Stars spielen mit. Michael Keaton ist Bruce Wayne alias Batman. Jack Nicholson, einer der besten Joker-Geschichten, also für mich der beste Joker aller Zeiten und nie eingeholt worden von anderen Jokers, ist Jack Nicholson. Jack alias Jack Napier oder der Joker genannt. Kim Basinger, eine tolle und hübsche Frau, ist Vicky Vale. Michael Groff ist Alfred Pennyworth, der hat, glaube ich, bis zum vierten Teil mitgemacht und den Butler gespielt. Mega toller Schauspieler, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Dann hat Pat Higgins, hat James Jim Gordon gespielt. Und da müssen wir uns mal dran erinnern, wir haben ja auch eine neue Serie gekriegt in unserer aktuellen Zeit. Die nennt sich ja Gotham. Da werden wir auch mal bei Gelegenheit darüber berichten. Das ist eine Vorgeschichte von Batman, wie der Junge eigentlich zu Batman geworden ist und wie die anderen Figuren sich entwickelt haben. Ich fand die Serie auch mega toll. Müssen wir auch mal drüber sprechen. Dann haben wir quasi den Billy G. Williams, ist Harvey Dent. Dann haben wir Robert Wall, ist Alexander Knox. Jerry Hall ist Axilia. Jack Palderci ist Carl Grissom. Trancy Walter ist Bob. Der ist auch so Dave gewesen. Also, der Bob ist quasi die erste Hand von Joker. Dann baut der nur Scheiße. Und dann sagt Joker zu ihm: Gib mir mal deine Knarre. Dann gibt er ihm die Knarre. Und mit der einen Knarre erschießt Joker ihn denn. Also, der war so doof. Und die anderen Leute, die er hatte, war scheißegal. Unser einer Mann ist tot. Wir machen halt so weiter und fertig ist. Obwohl der von Joker die Nummer 1 war, was interessiert den Joker überhaupt nicht? Der knallt seine eigenen Leute auch ab. Den Schauspieler könnt ihr mich gerade verbessern. Den habe ich nie wieder in irgendwelche großartigen Kinofilme gesehen. Oder der ist mir total untergegangen. Könnt ihr mal in den Kommentaren drunter schreiben, ob ihr den Schauspieler denn kennt. Den Twency Walter. Dann haben wir den Lee Wallace, der hat den Bürgermeister gespielt. Der William Hopkins hat Lieutenant Eckhart gespielt. Das war der Korrupte ist, der sich von der Mafia hat bestechen lassen. Der quasi Joker auch in die Pfanne hauen sollte, wo man ihn erschießen sollte, hat er den Befehl ja gegeben. Den kann Joker nachher auch ausschalten. Dann haben wir Clancy Curtis, der spielt Con in Bell Tower. Die Synchronisation. Batman ist eine Oscar-prämierte Verfilmung der gleichnamigen Comics von Bob Kane und Bill Finger, die im Jahr 1989 unter der Regie von Tim Burton erschien. Batman war einer der bis dahin erfolgreichsten Filme und erwirtschaftete allein mit seiner Franchise Millionenbeiträge. Der Film startete am 26. Oktober 1989 in den deutschen Kinos. Die Handlung. Die
Großstadtlegende einer verbrechenbekämpfenden, menschengroßen Fledermaus scheint sich als wahr zu erweisen, als sich die Berichte der Straßengangster von Gotham City häufen und Polizeichef Gordon sogar eine Akte anlegen lässt. Auch Journalist Alexander Knox und Fotografin Vicky Vale glauben der Geschichte und begegnen sich auf die Suche nach dem geflügelten Rächer. Auf einen Spendenball treffen sie nächstabend auf den gastgebenden Multimillionär Bruce Wayne, der die Person hinter den Fledermauskostümen ist. Der neue Bezirksstaatsanwalt Harry Dent verspricht der verängstigten Bevölkerung, den Unterweltboss Carl Grissom, den Richter, zu überführen. Grissom ahnt, dass seine rechte Hand Jack Napier seine Nachfolge anstrebt und bereits eine Affäre mit seiner Geliebten, dem Fotomodel Axila hat. Er lockt Napier in die Chemiefabrik Axis, getarnte Geldwaschanlage, wo sich Napier gegen die anrückende Polizei unter der Leitung des korrupten Lieutenants Eckhart verteidigen muss. Dort trifft der Gangster, der Eckhart, erschießt auf den legendären Batman. Bei ihrem Kampf stürzt Napier von einem Steg in einen Bottich voller Säure. Napier überlebt und unterzieht sich einer Schönheitsoperation, die jedoch nur unter sehr primitiven Umständen durchgeführt wird. Wegen seiner gebleichten Haut und seinen zu einem starren, blutroten Grinsen verzerrten Mund nennt man ihn nun noch den Joker. Zunächst stillt er seine Rache los und bringt Grissom um. Auch einige führende Köpfe der Verbrechersyndikats, die seinen Anspruch, Grissom Platz an die Spitze zu übernehmen, nicht gutheißen, müssen sterben. Gibt zum Beispiel, der eine will das nicht haben und dann sagt Joker, wir verabschieden uns. Da ist aber noch nicht, hat er sich quasi übergeschminkt, dass er noch relativ normal aussieht als Mensch. Dann will er ihm die Hand geben und der andere gibt ihm auch die Hand und dann hat er da aber ein Hochvoltgerät drin, sodass der andere quasi verbrennt und stirbt. Kriegt er quasi einen Stromschlag. Wayne verbringt seine gemeinsame Nacht mit Vale, jedoch will er sich von seinem Auftrag als Batman nicht ablenken lassen, so dass die Entwicklung einer Beziehung ins Stocken gerät. Unterdessen führt der Joker Vale in die Ehre, er lädt sie ein, zum Abendessen ins Gothamer Museumsrestaurant zu kommen. Vale erscheint in den Glauben, dass Wayne eingeladen hat. In seinen wahnhaften Kunstgeschmack verbessert der Joker die kostbaren Gemälde alter Meister im Museum mit Säure und Neonfarben, nachdem er zuvor sämtliche Gäste und Angestellte des Museums mit einem Gas außer Gefecht gesetzt hat. Außerdem präsentiert er Vinci Alice, deren Gesicht er mit Säure verätzt hat. Dies sei seine Form von Kunst und er will von der Fotografin Vale, dass sie seine Werke dokumentiert. Da erscheint Batman, rettet sie aus dem Museum und bringt Vale nach einem Verfolgungsjagd mit Jokers Verbündeten in die Bathöhle, sein Hauptquartier. Dort übergibt Batman Vale eine Liste von Produkten, die der Joker vergiftet hat. Dieser versetzt verschiedene Kosmetikprodukte mit toxischen Axias Chemiekanälen, die vergiftet sind, das bereits mehrere Menschenleben gekostet hat. Batman konnte die schädlichen Produkte jedoch identifizieren und durch Wales Veröffentlichung an die Presse Schlimmeres verhindern. Wayne entschließt sich, Wayne seine nächtliche Identität preiszugeben, bevor er jedoch dazu kommt, werden sie beide im Wales Apartment von Joker überrascht. Wayne erkennt in Joker den Mörder seiner Eltern, die in seiner Kindheit einen Raubüberfall Napiers zum Opfer fielen und wird in jenem unachtsamen Moment von Joker scheinbar erschossen. Wayne, der sich zuvor mit einem Serviertablett, das aus Metall unter dem Jackett ausgerüstet hat, überlebt unverletzt und verschwindet ungesehen aus dem Apartment. Nachdem auch der Joker gegangen ist, Wayne nimmt sich vor, den Tod seiner Eltern durch den Tod des Jokers zu rächen. In der Folge besucht Vale Wayne, wo sie erfährt, dass sich dieser hinter Batman verbirgt. Der Joker zieht in einer giftgasverbrühenden Parade, in der er die Menschen durch Geldverteilung anlockt, durch Gotham City, um seinen Widersacher zu ködern. Zwar kann Batman Jokers Axias Fabrik zerstören und sein Fahrzeug, dem Batwing, die Stadt ein weiteres Mal retten, doch bringt der Joker das
Bert gelingt zum Absturz und führt Ray in den Glockenturm der Kathedrale, wo es zu vielen Kampf zwischen Szenen kommt zwischen Batman und den Joker und seinen Leuten natürlich. Während der Joker provoziert mit Ray in Scheinwerferlicht der inzwischen verständigten Polizei tanzt, wird Batman von Jokers Männern attackiert. Er kann jedoch alle ausschalten und den Joker schließlich stellen. Mit einem gezielten Schlag befördert er den Schurken über die Brüstung des Glockenturms, doch dieser konnte sich auf die Sims retten und zieht Batman und Bale ebenfalls über die Brüstung. Während sich die beiden verzweifelt über den Abgrund festklammern, versucht der Joker, sie lachend zum Absturz zu bringen. Per Hubschrauber will er schließlich fliehen, doch mit Hilfe eines Greifhahns bindet Batman den Fuß des Jokers an einer steinernen Statue fest. Als der Hubschrauber aufsteigt, verursacht er und die löst sich dadurch die Statue und reißt den Joker in den Tod. Wo das denn zu schwer ist, natürlich, ne? Das Seil reißt denn quasi. Im Zuge seiner Pressekonferenz enthüllt Gotham Polizeichef Gordon das Bat-Signal, womit die Bewohner Batman rufen können. Bale steigt währenddessen in Waynes Limousine. Sein Butler Alfred Pennyworth erklärt ihr, dass Wayne etwas später kommen würde. Mit einem Schmunzeln blickt Bale zu den Dächern der Stadt hinauf. Auf einem der Gebäude steht eine düstere Gestalt, deren Gewand wie ein Flügel einer Fledermaus im Wind weht. Entstehung. Eine erste Kinofassung von Bobcat Comics mit Bill Murphy in der Hauptrolle scheiterte 1985 an ständigen personellen Veränderungen. Im selben Jahr schaffte Regisseur Tim Burton seinen Durchbruch mit P. Wells Irre Abenteuer und begann, das vorhandene Batman-Drehbuch umzuarbeiten. Burtons Version wurde trotz der Begeisterung von Warner Bros. Erst grünes Licht erteilt, nachdem dessen zweiter Film Beetlejuice im Sommer 1988 über 150 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt hatte. Die Besetzung der Hauptrolle war ein Thema der Klatschpresse. Jack Nicholson zögerte bis zur letzten Sekunde, ehe er die Rolle des Jokers akzeptierte. Tim Curry und Robin Williams waren ebenfalls für diese Rolle im Gespräch. Nach dem Rücktritt von Pierce Brosnan und Mel Gibson konnte Burton seinen favoritischen Beetlejuice-Darsteller Michael Crichton durchsetzen. Die weibliche Hauptrolle wurde zunächst mit Sean Young besetzt, die sich allerdings bei den Vorbereitungen zum Film bei einem Reitunfall so sehr verletzte, dass sie kurzfristig von Kim Basinger ersetzt werden musste. Als weiterer Verlierer kam Star Wars-Held Billy Dee Williams bezeichnet werden. Ein Exklusivvertrag mit Warner Bros. Sicherte ihm zu, dass seine kleine Rolle als Harvey Dent in folgenden Batmans Rückkehr zum wichtigsten Bösewicht anwachsen und in Batman Forever zum Batman-Widersacher Two-Face mutieren sollte. Doch Williams schwindende Popularität brachte das Filmstudio dazu, ihn aus diesem Vertrag zu lösen und die Rollen mit Christopher Walken in Batmans Rückkehr als Max Schreck und Tommy Lee Jones in Batman Forever als Harvey Dent alias Two-Face zu besetzen. Unter Leitung des Produktionsteams Goober und Peters, die Farbe Lila Rain Man machten, begannen nach dreijähriger Vorproduktion die von Oscar prämierten Bau und Gotham City fünf verschiedene Drehbuchfassungen einschloss in Oktober 1988 die Dreharbeiten in England. Nach 12 Wochen war der Dreh abgeschlossen und es folgte eine fünf Monate Montage Postproduktion, die Kosten des Films auf 35 Millionen US-Dollar anhob. Für die Filmmusik wurden Danny Elfman-Score und Prince verpflichtet. Erfolge. Das Erscheinen des Films wurde von einer beispiellosen multimedialen Werbekampagne begleitet. Das Franchise-Konzept, die Affäre von Brice mit Darstellerin Kim Basinger und das Einspielergebnis durch Kinos und Videos rundeten die Einnahmen auf 1,4 Milliarden US-Dollar auf und machten Batman zum Sommerhit. 1989 Nicholson Einspielbeteiligung brachte ihm geschätzte 60 Millionen US-Dollar Gage ein, unterstützt von der kommerziellen
erfolgreichsten Single-Auskopplung Bad Dance durch das Prince-Album Batman weltweit ungefähr 7 Millionen Mal verkauft und international mehrfach mit Gold- und Platinstatus ausgezeichnet wurde. Synchronisation war Manga Kunst GmbH Berlin und Dialogbuch und Regie Joachim Kunzendorf. Wir haben hier noch einmal die Rolle von Bruce Wayne alias Batman, Michael Keaton. Die deutsche Übersetzung ist Joachim Tettstedt. Joker alias Jack Napier von Jack Nicholson ist Joachim Kretzel. Vicky Wayne ist Kim Basinger, wird übersetzt von Elvina Maron. Alexander Knox ist Robert Wool, übersetzt von Wolfgang Korus. Kommissionär James Gordon, Pat Hilge, Wolfgang Wills. Harvey Dent ist Billy D. Williams, ist Thomas Wolf, der Übersetzer. Alfred Pennyworth ist Michael Gove, der Schauspieler, und Friedrich Schönfelder leitet ihm die Stimme. Karl Grissom ist Jack Palaci, macht Harald Leibniz die Übersetzung. Alicia Hunt, die jetzt hier schon wieder anders heißt, komischerweise, ist Harry Hall, Rebecca Wills. Bob ist Trancy Walker, der Schauspieler, und Thomas Preduro spricht ihn. Bürgermeister ist Lee Wales und Karl Ulrich Menvis spricht ihn. Lieutenant Eckert ist William Hawkins und Engelberg von Nordhausen spricht ihn. Hintergrund: Wenn der Joker zusammen mit seiner Gang im Kunstmuseum randaliert und die dortigen Exponate zerstört und mit Farbe beschmiert, sieht man das Gemälde Figure vis Meth des Malers Francis Bacon von 1954 an einer Wand hängen. Auf dieser Leinwand sind ein verfremdetes Bild des Papstes Ignorenz X und zwei rohe Kuhhälften zu sehen. Der Joker gefällt das mobile Gemälde so gut, dass er es mit seinem Vandalismus verschont. Fortsetzung. Der kommerzielle Erfolg führte zu diversen Fortsetzungen. 1982 Batmans Rückkehr, auch mit Tim Burton in der Regie. Der Film war auch noch okay. 1985 Batman Forever, Regie war Joel Schumacher, und Batman und Robin 1997 auch schon Joel Schumacher. Die Filme gingen auch noch so einigermaßen, ja. Danach wurde es ein bisschen wilder, muss man ehrlich sagen. Darüber hinaus leite Warner Bros. Die Herstellung einer Zeichentricksäcke ein, die die dunkle Atmosphäre und einen Teil der Musik des Films benutzte. Nach der Serie wurde auch der Rest der DC Comic Universum sie herum ein Zeichentrick-Universum umgesetzt und damit das Franchise dazu genannte DC Animated Universum, abgekürzt DCAU, geschaffen. Zeichentrickserie, die habe ich auch nochmal auf Stick. Die können wir uns auch nochmal angucken. Die ist auch richtig geil gemacht. Dazu gehören quasi Batman von 1992 bis 1999, Superman von 1996 bis 2000, Batman of the Future von 1999 bis 2001, The Zeta Projekt 2001, Die Liga der Gerechten 2001 bis 2006 und Static Shock 2000 bis 2004. Dann kam ja The Dark Knight Trilogie, die von 2005 bis 2012 folgte, stellte keine Fortsetzung der vorherigen Filme dar, da Warner Bros. Bestätigte, dass die neueren Filme eine Art Neuanfang sind, ein Reboot. Sie haben inhaltlich keinen Bezug mehr zu den alten Filmen. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht bewusst, okay? In der 2023 erschienenen Comic-Verfilmung The Flash, der im Film Friends des DC-Experiment-Universum angesiedelt ist, spielt der von Michael Keaton verkörperte Bruce Wayne alias Batman eine wichtige Nebenrolle. Demzufolge kann der Film gewissen Maße auch als eine Art Fortsetzung gesehen werden, die viele Jahre nach den Ergebnissen von Batmans Return angesiedelt ist und die Storyline von Tim Burton Batmans Version fortführt. Auffällig ist dabei, dass die Ereignisse aus Batman Forever und Batman Robin in dieser Verfilmung ignoriert und bzw. Redundanz weggelassen werden. Auszeichnung. In der Kategorie Bestes Szenenbild erschien
der Film 1990 und begann einen Oscar. Jack Nicholson erhielt einen Golden Globe und wurde nominiert als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder Musical. Für den BAFTA Award wurde der Film in 6 Kategorien nominiert: Bester Hauptdarsteller, Nicholson, beste Kostüme, bestes Make-up, bestes Szenenbild, bester Ton und die besten visuellen Effekte. Genau, damit sind wir fertig. So, das Video ist jetzt mal ein bisschen anders aufgenommen worden. Ich musste mich hier leider ein bisschen in die Ecke verziehen und hinhocken. Ich hoffe, das ist auch mal so für euch in Ordnung. Lasst mal einen Daumen da, wie ihr das gefunden habt oder ob ihr mich lieber sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch den Film mal angucken mögt. Der ist super geil. Reingucken brauchen wir nicht, da war nichts Großartiges drin. Da sieht man nur die CD oder die DVD vielmehr und man sieht andere Filme, die man kaufen kann. Das ist eigentlich, wenn ihr seht, ist das uninteressant. So, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Film. Der ist richtig geil. Guckt euch den an. Mein Filmtipp der Woche.